In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Divide and Fight erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Professor Dr. Christian Spannagel auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für verschiedene Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Divide and Fight soll in diesem Beispiel die Fertigkeit trainiert werden, zu einer gegebenen Zahl deren Primfaktorzerlegung zu ermitteln. Außerdem sollen mit dem Spiel Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Zuerst wird der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Hörsaalspiel hergestellt, indem Aufgaben zur Primfaktorzerlegung aus dem aktuellen Thema der Lehrveranstaltung verwendet werden. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Divide and Fight ist dem Genre Rechenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Bereiten Sie verschiedene Aufgaben vor und überlegen Sie, welche Hilfsmittel die Studierenden verwenden dürfen. Sie können diesen Teil des Spiels auch als vorbereitende Hausaufgabe an die Studierenden vergeben und damit eine Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit schaffen. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Bewegung und Wettbewerb. Leiten Sie in der Vorspielphase nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine Aufgabe zur Primfaktorzerlegung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Lassen Sie außerdem die Notwendigkeit der Fertigkeit Primfaktorzerlegung von den Studierenden diskutieren. Teilen Sie den Hörsaal in 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, innerhalb ihrer Gruppe Kleingruppen von 3 bis 6 Personen zu bilden. Notieren Sie inzwischen an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand. Lassen Sie nun alle Studierenden die Primfaktoren der gegebenen Zahl ermitteln. Innerhalb der Kleingruppen darf das Ergebnis überprüft werden, bevor die gesamte Kleingruppe aufsteht und das Ergebnis gemeinsam in den Raum ruft. Ist das Ergebnis korrekt, erhält die entsprechende Großgruppe einen Punkt. Führen Sie eine weitere Proberunde durch und starten Sie danach das Spiel. In der Spielphase wird das Spiel so oft durchgeführt, bis eine der Großgruppen eine vorher bekannt gegebene Punktzahl erreicht hat oder eine bestimmte Anzahl von Aufgaben gelöst wurde. Je nach Anzahl und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben dauert das Spiel etwa 15 bis 30 Minuten. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Die von den Studierenden erstellten Aufgaben können Sie mit digitalen Medien sichern und für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen verwenden. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.